Hey Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen GTA Online Glitch. Ich fange gleich an. Ihr steigt ein in einen Easy, der in der Mobilkommandozentrale geparkt ist, in euren Bunker hinein und stellt ihn dann an der gleichen Stelle, wie es ich jetzt hier gemacht habe, ab. So, fahren wir mal hin. So, und jetzt gehen wir aus unserem Bunker heraus. So. Und ihr müsst euren Zielmodus auf freies Ziel machen, sonst geht das nicht. Also schaut, dass ihr auf freies Zielen habt. Dann geht ihr auf die Karte und sucht einen Job, der neben eurer Spielhalle ist. Startet diesen Job. Und dann geht ihr über Communities, tretet ihr einfach irgendeinen bei, der einen anderen Zielmodus hat. Bestätigt die erste Meldung und bricht die andere mit Kreis ab. Dann läuft ihr zu eurer Spielhalle. So. Ach da. So. Dann geht ihr da rein. So, und ihr müsst in dieser Sitzung, das ist jetzt eine Sitzung für Eingeladene, schon mal in dieser Spielhalle drin gewesen sein und die Kellertür aufmachen. Das ist ja dieser eine Geheimgang. Also, ich zeig's euch jetzt hier schnell. Diese Tür hier muss offen sein, sonst funktioniert es dann später nicht. So, dann geht ihr runter zu eurer Musikbox, drückt einmal Pfeil nach rechts und schaut, ob da irgendwas ausgegraut ist. So, bei mir ist jetzt zum Beispiel der moderne Rock. So, dann geht ihr wieder von der Musikbox weg, drückt einmal die Optionstaste, geht auf Online, dann auf Cruise, auf Bestenliste und dann die erste, auf Mitglieder ansehen und dann joint ihr einfach dem ersten, beitreten, bestätigt die erste Meldung, nachdem die Details abgerufen wurden, bestätigen und die zweite dann wieder abbrechen. Dann geht ihr wieder an die Musikbox mit Pfeil nach rechts hin. So. Und dann geht ihr auf das Ausgegraute, drückt die Optionstaste auf Online. Dann geht ihr auf Criminal Enterprise Starter Pack und geht wieder raus. Dann geht ihr auf Jobs, Job spielen. Von Rockstar erstellt, Mission, ein Job für einen Titan und dann diese eine Fehlermeldung, bestätigt ihr mit X. So, jetzt seid ihr gefreezed. So, jetzt drückt ihr nochmal die Optionstaste, geht auf Online und dann geht ihr auf Cash Cards kaufen. Dann, wenn es geladen hat, geht ihr dann wieder raus und jetzt habt ihr das Menü und ihr dürft nicht X drücken, wenn ihr geht. Jetzt geht ihr dann mit dem linken Stick den Keller hinunter, sodass es dann die ganze Zeit so durchrollt, aber nicht X drücken. Ansonsten ist der Glitch kaputt. Und lasst euch da ruhig Zeit mit dem runtergehen. Und ihr müsst in eurer Spielhalle kostenlose Elegies drin haben, so viel wie möglich, damit ihr das auch so oft wie möglich hintereinander machen könnt. So, dauert natürlich ein bisschen, bis ihr dann da unten seid. Aber ich glaube, die Zeit haben wir. So, ich habe jetzt nicht die ganze Garage voller Elegies, aber das ist auch nicht schlimm. Ihr solltet halt mindestens einen drin haben. Dann geht ihr zu eurem Elegy, da hinten ist er schon. So. Dann steigt ihr mit Dreieck ein. Und schaut, dass es dann bei einer Option mit einem Euro ist, einem Dollar. Dann drückt ihr einmal X, sodass die Meldung da ist und fährt sofort mit dem Auto raus. Also dann einmal Gas geben, dann habt ihr einen schwarzen Ladebildschirm und ihr werdet dann ohne Auto vor der Spielhalle draußen spawnen. So, jetzt geht, drückt ihr wieder Options, geht so, wählt einen Job neben eurem Bunker aus, startet den Job. Dann tretet ihr wieder jemanden über das Interaktionsmenü bei, beziehungsweise über Communities. Wenn diese eine Meldung mit Verbindung kann nicht hergestellt werden, versucht es einfach nochmal und tretet wieder irgendjemanden bei.
Dann bestätigt ihr die erste und bricht die zweite ab. So. Und jetzt geht ihr zu eurem Bunker. Das dauert ein bisschen, weil der bei mir nicht gerade sehr nahe gelegen ist. Aber auch der günstigste. So. Und wenn ihr bis dahin kein persönliches Fahrzeug oder ähnliches angefordert habt, müsste der Easy dann noch dastehen. Das heißt, ihr geht jetzt dann hier einmal in eure Bunker hinein. So. Und dann, wenn ihr drin seid, wenn der Easy voll aufgerüstet ist, bringt er 1,5 Millionen. Und wenn er nicht voll aufgerüstet ist, eher nicht so viel. Und der Easy bringt halt am meisten. So, dann steigt ihr hier wieder ein. Und fahrt damit dann zu eurer mobilen Kommandozentrale. Dann in den blauen Kreis, einmal Pfeil nach rechts. Bestätigt diese Meldung. Dann fahrt ihr rein. Und jetzt ist der LEG in der Spielerhalle durch den Easy ersetzt worden. Dann könnt ihr den Easy dann verkaufen. Gut, und dann könnt ihr dasselbe nochmal machen, wenn ihr mehr LEGs habt. Dann war's das von mir und viel Glück beim Glitchen. Tschüss! I'm a man on a mission.